Die Stadt Dresden hat aktuell bis zu diesem Tag bereits über 3000 Bescheide an Betroffene verschickt, dass man eben verlangt, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Nachweis über eine erste, bis zu einem späteren über eine zweite Impfung. Und wenn man das nicht tut, dann würde eben über ein Betretungsverbot der jeweiligen betrieblichen Einrichtung entschieden. Oder es wurde ein Ordnungsgeld, ich glaube, von 2.500 Euro angedroht. Wie geht man damit jetzt um? Also haben Sie schon so einen Bescheid bekommen von der Stadt? Also zu ganz privat will ich jetzt da nicht gehen, aber ich denke, das ist, für mich ist das Ganze hier eine Missbrauchssituation, wo man Öffentlichkeit schaffen muss. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist, sich zurückzuziehen und zu hoffen, dass es irgendwie von alleine aufhört. Wir wissen, die Impfstoffe bieten keinen relevanten Fremdschutz. Wir wissen, dass im Gesundheitswesen bereits eine angespannte Situation mit den Fachkräften ist. Und wir wissen, dass wir Menschen nicht zu medizinischen Eingriffen zwingen dürfen. Und einer von den drei Gründen würde eigentlich schon reichen, dass man das nicht macht. Es trifft die Schwächsten. Also ich kenne jetzt schon eine Geschichte von jemandem, die arbeitet im Altenpflegeheim. Ich meine, Hut ab, wenn jemand diese knüppelharte Arbeit macht und wird unbezahlt freigestellt, weil sie, also das ist ja dann auch Willkür einfach, aber so ein Mensch, wenn man keine Rechtsschutzversicherung hat, die können sich auch gar nicht zur Wehr setzen. Und das ist einfach schlimm, was in dieser Stadt so passiert und keinen interessiert irgendwie. Und ich denke, dass die Menschen sich bewusst machen sollten, dass das bereits jetzt durch dieses Gesetz, wie immer es weitergehen wird, damit ein massives Schaden für uns alle eingeht. Das ist ein Trauma, das werden wir, die jetzt in den Medizinberufen sind und die vielleicht mit dem Gedanken gespielt haben, in diese Berufe zu gehen, so schnell nicht vergessen. Also wenn ich jetzt jung wäre und vor der Entscheidung stehe, in welchen Beruf ich gehen würde, ich würde bestimmt nicht in einen Beruf gehen, wo ich dann sozusagen so ein Spielball politischer Masse bin, mal wäre ich beklatscht und mal wird mir irgendwie befohlen, ich soll mir irgendwas injizieren lassen. Also ich habe ehrlich gesagt für mich selbst, ich wäre schon immer irgendwie durchgekommen, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, aber ich mache mir Sorgen, wie es dann überhaupt in diesem Land weitergehen wird. Also ich werde irgendwann älter werden und vielleicht mehr ärztliche Betreuung brauchen als jetzt in meinem Alter. Vielleicht müssen meine Eltern gepflegt werden und ich bin ja auch Arbeitgeberin, ich weiß, wie es schon also vor diesen politischen Irrwegen, wie schwierig es war, wirklich motivierte Leute, die sozusagen fachlich und menschlich geeignet sind, die das alles mitbringen für diese knüppelharten Berufe also in dieser Branche. Das war, also ich bin schon mal in der Situation gewesen, dass ich ad hoc quasi komplett neues Personal für meine Praxis suchen musste und es hat ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich erstmal überhaupt wieder zwei Köpfe da festsitzen hatte. Und dann dauert es aber nochmal lange, bis man die eingearbeitet hat, weil man ist dann auch darauf angewiesen, auch Quereinsteiger mit dazu zu nehmen. Und gerade das sollte man nicht unterschätzen. Es gibt, glaube ich, viele Quereinsteiger im Gesundheitswesen. Das werden natürlich die ersten sein, die dann sagen, ich gehe in meinen alten Beruf zurück. Also das mache ich hier nicht mit. Also ich sehe hier einen riesen Probleme auf uns zukommen, dass wir alle mit unserer medizinischen Versorgung Abstriche werden machen müssen, weil garantiert jetzt schon genügend Leute längst sich nach was anderem umgeguckt haben.